Hallöchen Leute und willkommen zum großen Finale, zum letzten Spieltag der CPL Season 3 Liga 1. Ich bin der Captain Morai und wir kämpfen hier gegen den lieben Haku, einer der Admins in der ersten Liga und ein sehr, sehr starkes Team besitzt er. Mit seinem Stahlwasser-Pokémon Impoleon, seinem Pflanzengift-Pokémon Bisaflor, sein Stahlfee-Pokémon Magierna, sein Eis-Unlicht-Pokémon Sneebel, sein Psycho-Feuer-Pokémon oder nur Feuer-Pokémon, das weiß ich gerade nicht, Flampivian und sein Drachenboden-Pokémon Libeldra. Für den letzten Kampf habe ich mitgenommen Lepumentas, Happy Hippo, Excadrill, Bisbark, Meteno und unser Mega Garchomp. Wir gehen in den Kampf rein und auf geht's. Pokémon-Trainer Nico fordert dich heraus und startet mit seinem Imposant. Und wir starten mit unserem Mad-Eye. Dieser Kampf geht diesmal sogar weniger und Mad-Eye holt uns den Sandsturm ins Team. Zwar nur für 5 Runden, aber es ist genug. Und er geht mit seinen Tarnsteinen, was bei mir im Team auch recht viel Schaden machen kann mit Haarsatz. Wir gehen auf die Turbodreher, um die auch gleich wieder wegzumachen. Denn schließlich ist ja unser Mad-Eye unser Spinner. Und er geht auf eine Siedewasser, die echt viel Schaden macht und ich dachte, ich verbrenne hier jetzt schon. Aber gut, ich dachte jetzt so, was wird er jetzt machen? Er weiß, ich habe keinen Turbodreher. Und darum tausche ich aus auf unsere Kira. Und er legt wieder die Tarnsteine, was ich nicht gedacht hätte. Aber gut. Ich dachte echt, dass er was anderes macht. Wir gehen auf den Kraftkoloss. Und holen somit sein Imposant raus. Zwar sinkt dafür unser Angriff und unsere Verteidigung, aber wir haben sein erstes Pokémon schon mal draußen. Und da kommt sein Ogi Kash. Sein Bisaflor. Sein Mega Bisaflor. Wir gehen auf Black Matter. Und hier treffen halt die Tarnsteine mega gut. Wir gehen auf unser Limit Shield. Und genau, da kommt es jetzt, sein Mega-Bisaflor. Mit der süßen Blume auf dem Kopf. Und geht auf den Giga-Drain, der nicht viel Schaden macht. Der Sandsturm ist auch schon wieder weg, aber dafür ist unser Limit-Shield wieder deaktiviert. Beziehungsweise kommt unser Akrobatik zum Einsatz, was weniger Schaden gemacht hat, als ich mir dachte. Aber gut, er ist halt auch ziemlich tanky in diesem Sinne. Und somit hat er auch unser Black Matter jetzt rausgenommen. Und wir gehen wieder auf Mad-Eye. Und da geht er wieder auf die Gigasauger und tötet nicht unser Mad-Eye. Zum Glück tötet es nicht unser Mad-Eye. Das wäre nämlich ziemlich krass, aber er hat sich wieder halt komplett voll geheilt. Wir gehen auf Sondersensor und machen wieder gut viel Schaden. Das Problem ist, ich überlebe jetzt kein Giga-Drain mehr. Und somit hat Mad-Eye seine Aufgaben erfüllt und kann nun von Land ziehen. Somit hat er jetzt auch schon das zweite Pokémon von uns raus. Und ich kann die Tarnsteine jetzt nun nicht mehr wegmachen. Wir gehen auf Rukilio, unser schönes Mega-Knackrack, und gehe hier auf den Erdbeben, denn auch der macht einen echt guten Schaden bei Ogi Kash, aber er geht auf eine Synthese und ich habe mir gedacht, oh nein, das wird so nervig gegen dieses Pokémon. Aber wir versuchen unser Bestes weiterhin und gehen weiterhin auf den Erdbeben. Machen immer noch bis zum gelben Schaden.
Und der Giga Drain macht weniger Schaden, als ich gedacht habe, aber da heilt er sich ja auch schon wieder auf. Wir tauschen unser Rukio wieder zurück und gehen auf Happy Hippo, um den Sandsturm wieder rauszubekommen. Er geht wieder auf die Synthese, um sich voll zu heilen. Was diesmal nicht geklappt hat, durch den Sandsturm heilt ja Synthese nicht mehr komplett. Aber es ist schon ziemlich viel, was er wiederbekommen hat. Also man sollte Bisaflor vor allem in seiner Mega-Entwicklung nicht unterschätzen. Es ist ein mega starkes Pokémon, was ziemlich dolle reinhauen kann. Und da kommt wieder der Giga Drain auf Kira. Und somit hatte er sich eben auch wieder ein bisschen voll. Wir gehen auf den Psychobeißer, der wieder viel Schaden gemacht hat. Aber leider war die Matschbombe stärker und Kira ist auch raus. Aber irgendwie muss ich doch Ogikash rausbekommen. Wir gehen wieder auf Down Under. Oder wir gehen jetzt zum ersten Mal auf Down Under, ich weiß gerade nicht mehr. Kriegen ein bisschen Schaden von den Tarnsteinen. Er tauscht aus, so damit er seinen Ogikash nicht opfert. Wir sind leider auf Erdbeben gegangen, schade. Ich hätte wahrscheinlich in dem Moment lieber auf den Eisenschädel oder die Steinkante drücken sollen. Es hätte wenigstens Fly wie ein Gon getroffen. Da kommt der gegnerische Erdbeben. Und der bringt unser Down Under leider um. Wie gesagt, leider sieht es gerade ziemlich schlecht für uns aus. Wir gehen wieder auf unser Rukirio. Wir haben ja nur noch Rukirio und unser Happy Hippo. Gehen auf die Drachenklaue und wir besiegen Fly wie ein Gon wenigstens auch noch. Denn ich möchte nicht mit einem 6-0 rausgehen, beziehungsweise mit einem 5-0, sondern schon gerne mit einem 4-0. Und wir gehen nochmal auf Happy Hippo. Wechseln es ein, um unseren Sandsturm rauszubekommen. Da kommt der Eisstrahl und da war Nico sehr überrascht, dass ich die Kiruja-Beere drin habe. Weil somit konnte ich diesen einen Eisstrahl nochmal überleben. Aber leider nicht den zweiten. Aber Hauptsache, der Sandsturm ist halt da. Leider kommt jetzt auch Seelenherz. Und sein Spezialangriff steigt. Aber ich finde, ich habe mein Bestes gegeben. Es war ein toller Kampf gegen Nico und wir gucken uns jetzt nochmal schön die Mega an. Kommt der Erdbeben. Und leider hat er natürlich die Anti-Bodenbeere. Und dadurch kriegen wir leider viel zu wenig Schaden raus. Sonst wäre ich vielleicht noch mit einem 3-0 rausgegangen. Aber ich muss sagen, es ist egal. Es war ein toller Abschiedskampf. Es war ein toller letzter Kampf gegen Haku. Höchstpersönlich. Und ich muss sagen, ich bedanke mich hierbei bei den ganzen CPL-Leuten, dass sie da sind. Denn die CPL hat mir gezeigt, es ist eine echt tolle Liga. Es sind tolle Leute da drin. Ich bedanke mich nochmal herzlich bei Zellos, der mich ja überhaupt erst eingeladen hat in diese Liga. Und Nico, echt ein letzter toller Kampf gewesen. Und wie gesagt, Leute, das war's mit dem letzten Kampf der CPL. Ich werde in den Playoffs nicht dabei sein, weil ich nun mal Tabellenletzter bin. Und ich habe gelernt, mit einem Sandsturm-Team sollte man lieber von Anfang an gleich mit einem guten Core arbeiten, als anfangs mit einem recht schlechten.
Und ja, vielleicht auch nicht unbedingt an so ein Thema angebunden, sondern lieber mehr aufeinander abgestimmt. Aber egal, das war's jetzt mit meinem Palabern. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns bestimmt irgendwann in irgendeinem nächsten Turnier oder sonstiges wieder. Bis dann und ciao.